Ja, der Hurricane Harvey, der hat ja vor allem eine humanitäre Katastrophe ausgelöst, aber er hat eben auch ökonomische Konsequenzen und über die spreche ich heute mit Sandra Navidi. Was sind denn die Hauptauswirkungen von Hurricane Harvey? Ja, was wir im Moment sehen in den betroffenen Regionen, ist ein wirtschaftlicher Totalausfall. Sie befinden sich im Überlebensmodus. Das Stromnetz ist zusammengebrochen. Unternehmen können nicht operieren. Arbeitnehmer können nicht zur Arbeit gehen. Also da sehen wir große Verluste, die entstehen. Und wie groß sind diese Schäden? Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht einzuschätzen. Das Geschehen befindet sich sozusagen im Fluss und manche Unternehmen wie Versicherungen und Finanzdienstleister müssen grobe Schätzungen unternehmen. Die steigen täglich und liegen jetzt bei über 50 Milliarden. Aber gerade bei Flutschäden, also Wasserschäden, dauert es typischerweise Monate, wenn nicht sogar Jahre, bis man die Schäden genau beziffern kann. Wir haben ja hier auch einen Fallen des Ölpreises gesehen. Was sind denn die Auswirkungen auf die Ölindustrie von Hurricane Harvey? Ja, was man sehen muss, ist, dass die betroffenen Regionen wie Texas und Louisiana sind Superhubs, sind zentrale Netzpunkte im globalen Energiegeschehen. Wenn die ausfallen, dann hat das aber auch Wirkungen, die sich immer weiter fortsetzen. Hier insbesondere Raffinerien, Produktionsanlagen und auch chemische Industrie. Auch hier ist noch nicht abzusehen, wann diese ihren Betrieb wieder aufnehmen können. Wir haben ja ein erfreulich gutes Wirtschaftswachstum sehen können in der Vergangenheit. Gibt es denn auch Auswirkungen dieses Hurricanes aufs Wirtschaftswachstum hier in Amerika? Was man normalerweise sieht bei diesen Naturkatastrophen, ist erst einmal ein Einbruch, das heißt steigende Arbeitslosenzahlen, steigende Unternehmensverluste, steigende Preise. Aber dann, wenn man sozusagen die Reparaturarbeiten einsetzt, dann sorgt das normalerweise für einen Boom. Das ist wie ein Konjunkturpaket. Allerdings muss man hierbei auch sehen, dass eine reine Messung mit dem Bruttoinlandsprodukt viele Dinge, viele relevante Sachen nicht widerspiegelt, wie zum Beispiel die enormen Vermögensverluste. Leute verlieren ihre Häuser, ihre Vermögen und natürlich das menschliche Leiden, was gar nicht messbar ist. Danke, Sandra Navidi.